Hallihallo, wer meine letzten Videos verfolgt hat, hat gesehen, Snappy Ubuntu bin ich dann. Ne? Wie ich gesagt habe, soll eigentlich in den nächsten paar Jahren Standard auf dem Desktop werden, als neues Paketsystem für Ubuntu Pakete zu installieren. Aber es gibt mittlerweile schon einige aktive Projekte, wie zum Beispiel hier dieses Mycroft. Da entwickelt man gerade einen, ja, so eine Art persönlichen Assistent. Ne? Und der ist aber noch nicht so ganz gefounded. Ne? Ich spiele hier kurz mal das Video ab. Wir haben dann also die Möglichkeit, ein Projekt zu finanzieren, wenn ihr denn wollt, wo wir so einen kleinen Assistenten haben, der dann zum Beispiel die Kaffeemaschine auf Sprachsteuerung fernsteuert, den Fernseher einschaltet oder ähnliches. In der kleinen Kiste drin ist eine Raspberry Pi. Ne? Wer also ein Raspi-Fan ist, vielleicht mal auf diese Seite gehen. Snappy Ubuntu ist mittlerweile schon aktiv und in Gebrauch. Wie auf einem anderen Video zu sehen, auf der Froscon hat da ein Herr, ja, den Namen kann ich nicht aussprechen, mal einen Vortrag gehalten über Snappy und Snappy Ubuntu mit dem neuen Paketsystem ist bereits in Drohnen, Raspberry Pi, BeagleBone Back Switches und Routern und zum Beispiel auch in Kühlschränken, die ein aktives Display haben und mir sagen, habe ich noch Milch drin oder nicht, mittlerweile schon im Einsatz. Also Ubuntu Snappy, das neue Paketsystem, setzt sich immer mehr durch, weil man ja zum Beispiel möchte, dass einerseits, was in der Kiste drin steckt, also die Benutzerdaten privat bleiben, aber gleichzeitig anderen Leuten die Möglichkeit geben, Apps zu entwickeln oder beziehungsweise Apps sind nichts anderes als Programme. Kommt aus der Smartphone-Geschichte, kommt jetzt aber über dieses neue Paketsystem quasi auch in Richtung, ja, Desktop und andere Endgeräte, die auf einem ganz normalen Prozessor laufen. Dadurch gibt man solchen Projekten die Möglichkeit, die Dinge so zu entwickeln, dass Benutzerdaten getrennt sind, aber fremde Leute Apps, also Programme entwickeln können, dass das Ganze funktioniert. Das beides sauber zu trennen mit AppArmor, ne? Das wird alles dann schön sauber getrennt. Linux ist drauf. Ist eine mittlerweile sehr beliebte Technik, die immer mehr Möglichkeiten gibt. Ne? Also wie gesagt, da drin in der Kiste ist ein Raspberry Pi 2. Wer also dieses Projekt finanzieren will, von speziell diesem Mycroft persönlichen Assistenten, es sind nur noch 5 Tage, dann kommt das Ding, ja, zur Finanzierung oder auch nicht, weil die brauchen 99.000 Dollar. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.